again. Hey Leute, was geht? Vampex wieder am Schlüssel am Start, meine Freunde. Und heute geht es mal um dieses schöne Teil, um das HyperX Cloud Alpha. Bevor wir jedoch starten, möchte ich auf zwei kleine Dinge hinweisen. Zum einen, wir haben fast 100 Abonnenten erreicht. 99 sind wir gerade aktuell an der Zahl. Hoffentlich kommt der eine dann noch dazu ins Team, dann haben wir die 100 erreicht. Dann startet auch mein Giveaway, falls ihr Valorant oder COD oder sowas spielt. Alles, wo der Battle Pass so, ich sag mal, Pi mal Daumen 10 Euro kostet oder sowas, spendiere ich euch einen davon. Wenn ihr da mitmachen wollt, kommentiert einfach das eine Valorant-Video und dann, falls ihr ausgelost werdet, kriegt ihr den Battle Pass und dann könnt ihr euch aussuchen, ob der für COD ist oder, wie gesagt, Valorant oder vielleicht gibt es noch andere Games, die auch einen Battle Pass haben, die ich nicht kenne. Auf jeden Fall, ja. Wäre schön, wenn ihr da mitmacht. Würde mich auf jeden Fall freuen. Das zweite jedoch, worauf ich hinweisen wollte, ist, 98% meiner Zuschauer sind keine Abonnenten, trotz dessen, dass sie meine Videos regelmäßig gucken. Das heißt, wäre schön, wenn ihr diesen Abonnieren-Knopf einfach mal drücken würdet. Das würde mich unterstützen, mir helfen, auch weiter aufzusteigen, weiter Reichweite aufzubauen und dadurch auch vielleicht die Möglichkeit zu bekommen, mehr Produkte, bessere Produkte, andere Produkte zu testen für euch, damit ihr seht, was meine Meinung dazu ist. Ich werde alle Reviews freiwillig nach meiner Meinung machen. Das heißt, ich werde auf jeden Fall für nichts bezahlt werden, etc. Also auf jeden Fall nicht für meine Meinung bezahlt werden. Auf jeden Fall würde ich sagen, das war erstmal genug Geplänkel am Anfang und wir starten mit der Review. Ich werde die Quality, also die Verarbeitungsqualität von diesem Headset, dann werde ich auf das Mikrofon zurückkommen, das ich gerade nicht angeschlossen habe. Ich werde gleich zeigen, wie man das anschließt und wie das dann aussieht. Dann werde ich auf den Klang bei verschiedenen Sachen wie Musik, Games und so weiter kommen und am Ende ein Fazit ziehen. Ich werde mich ein bisschen auf das Sennheiser Momentum 2 beziehen. Das ist mein Bluetooth-Headset, was ich zum 18. Geburtstag damals geschenkt bekommen habe, was ein bisschen was mehr kostet. Und beziehungsweise kein Headset, ist ein Kopfhörer, okay. Da werde ich ein bisschen drauf eingehen und das ein bisschen damit vergleichen, weil so weit sind die gar nicht entfernt. Aber natürlich, das ist ein Headset, was für Gaming gemacht ist und das ist natürlich rein zum Musikhören gedacht gewesen. Deswegen, ja. Dann fangen wir an. Bildqualität. Wie ihr sehen werdet, dieses Headset besteht aus so einem Brushed Aluminium Plastik Gemisch. Das heißt, einmal hier, also ich zeige es mal so, dann sieht man das besser. Hier ist so eine Art, Brushed Platte aus, ich würde sagen, dass das Plastik ist. Das lässt sich aber hier tatsächlich relativ schlecht erfüllen. Das ist relativ kalt, deswegen könnte man auch vermuten, dass es Aluminium ist. Aber ich glaube, dass das Plastik ist, weil das Headset einfach viel zu schwer werden würde. Hier ist eine gummierte Oberfläche, wahrscheinlich einfach nur für den Grip, also dass man einfach schön ranpacken kann. Dann, hier sieht man schön so ein rot, mattes Finish Aluminium. Auf der anderen Seite genauso, das hat hier eingeschnittene Löcher, das hat das Cloud 2 und Cloud 1 glaube ich nicht. Das dient einfach nur zur Gewichtsersparnis und natürlich fürs Aussehen. Dann hier oben sieht man schön das HyperX Logo mit einem Leder Aufsatz, damit das schön geschmeidig auf dem Kopf sitzt. Die Kopfhörer sind mit einem gesleeften Kabel mit den Ohrmuscheln verbunden. Das heißt, dieses Kabel ist ziemlich widerstandsfähig. Und zur Ohrinnenmuschel sieht man ganz gut, hier ist einfach ein Stoff, der den Lautsprecher bedeckt. Und hier eine synthetische Lederummantelung auf einem ganz weichen Stoff. Dazu bekommt man noch ein gesleeftes Kabel und ich hol's mal. So, und dazu bekommt man so ein Mikrofon, ein Ansteckmikrofon, wo vorne ein Schaumstoff dran ist, damit man diese P-Laute nicht hört. Das ist eigentlich der Lieferumfang. Es gibt ein extrem langes Kabel, was wirklich, ich habe es einmal um den ganzen Tisch gelegt und dann quasi in den PC rein, welches quasi durch ein Verlängerungsstück gezogen wird. Das heißt, das eigentliche Kabel ist ungefähr einen Meter lang. Die genauen Maße kann man natürlich auf der Produktseite einsehen, aber ihr wisst, das ist immer so das Ding, worauf ich nicht so sehr eingehe. Und dazu gibt es dann nochmal ein Verlängerungskabel von ungefähr 3,5 Metern, glaube ich, war das, wo man auf eine Länge von 4,5 oder ungefähr 5 Metern auf jeden Fall kommt.
was dafür gedacht ist, dass man es einfach an den PC anschließen kann. Und was ich gemacht habe, ich habe das Verlängerungskabel quasi um meinen Tisch gelegt und sodass der Auslass hier vorne an meinem Tisch ist und stecke das quasi ein, wenn ich es brauche und kann das Headset somit einfach immer schnell wegpacken, damit es nirgendwo auffällt und so weiter. Das ist ziemlich cool. Des Weiteren ist das Kabel hier auch so abnehmbar. Das heißt, ja, man kann das Kabel gut verstauen. Und falls das Kabel irgendwann kaputt geht, muss man nicht direkt das ganze Headset tauschen bzw. zur Reparatur bringen, sondern kann sich einfach ein neues Kabel kaufen und schon kann man weiter hören. Diese Aspekte waren für mich eigentlich der ausschlaggebende Grund, natürlich mit dem Sound, auf den ich gleich zu sprechen komme, um dieses Headset zu kaufen, weil der Preis damals 100 Euro betrug. Ich habe gerade gesehen, dass der Preis immer noch 90 Euro ist, das heißt der Preisverfall bei diesem Headset ist tatsächlich echt wenig gewesen, über 3,5 Jahre fast. Ja, ich habe das Headset jetzt ungefähr 3,5 Jahre. Das ist schon ziemlich heftig, finde ich. Aber ja, das einzige Manko natürlich, synthetisches Leder, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob man das so gut in der Kamera sieht. Auf jeden Fall, das Leder geht hier schon ab an der Ohrmuschel. Das heißt, man hört diese Friemeln am Ohr. Das ist ein bisschen nervig, jedoch bei der Preisklasse völlig normal und zu erwarten. Ich muss dazu sagen, ich habe das jetzt sehr, sehr viel verwendet. Das heißt, es gab Zeiten, wo ich jeden Tag 4, 5, 6 Stunden am PC saß oder dann das noch auf die PS4 genommen habe und dann ein bisschen weitergezockt habe, sodass ja, die Zeit, bei der ich es getragen habe, schon ziemlich, ziemlich hoch war. Aber ja, genau. Ansonsten ziemlich solide Bildqualität, ziemlich solide Bauart, sehr, sehr robust. Man kann es hier ein bisschen hin und her stretchen, nichts wackelt großartig. Das heißt, nur die Sachen hier zum rein und rausfahren. So, ja. Dann komme ich bei der Bildqualität nochmal zum Komfort. So sieht es aus, wenn man das Headset auf hat. Ja, das Headset ist relativ leicht dafür, wie solide es gebaut ist. Jedoch muss man bedenken, das Headset hat doch etwas an Gewicht. Es gibt noch viel leichtere Headsets und viel leichtere Headsets bzw. bequemere Headsets. Jedoch kosten diese meistens mehr, deswegen... Für den Preis ist das Headset leicht genug und man kann es tatsächlich länger tragen. Bei mir ist es so, ich kriege von Headsets sehr, sehr schnell Kopfschmerzen. Das heißt generell von Over-Ear-Kopfhörern, wenn ich die zu lange am Stück trage. Das heißt, das hat dann mit den schwitzigen Ohren etc. zu tun. Deswegen ungefähr nach 4 Stunden muss ich das Headset auf jeden Fall mal ausziehen, weil dann kriege ich ja hier so quasi Druck oder fühlt sich das an wie so ein Druck. Dann mache ich meistens so eine 10-20 Minuten Pause. Das sollte man eh tun beim Zocken, deswegen. Und danach geht es wieder 1-2 Stunden. Also das ist in der Hinsicht auch vollkommen in Ordnung. Natürlich, manche Leute sind robuster, manche sind nicht so robust. Aber wenn ich das vergleiche mit den anderen, die 400 Euro gekostet haben, also mit den Momentums, die trage ich genauso lange und die sind genauso bequem. Die Momentums sind vielleicht noch ein bisschen stabiler auf dem Kopf. Also quasi, sie sind ja auch dafür gedacht, um rauszugehen, sich zu bewegen. Das sind die hier nicht so, also wenn ich quasi meinen Kopf schnell bewege, wackeln sie. Das muss man dabei bedenken, aber wenn man jetzt vielleicht nur vom PC sitzt oder auch bequem auf der Couch, passiert da gar nichts. Zum zweiten Punkt, Mikrofon. Ich werdet ihr gleich sehen, das Mikrofon mal reinstecken und dann werdet ihr auch selber merken, wie sich das anhört. Ich werde das nicht bearbeiten im Nachhinein, also kein Bass oder irgendwelche Höhen oder sowas drauflegen. Ich werde es höchstens in der Lautstärke noch ein bisschen bearbeiten, aber ansonsten werde ich das gar nicht bearbeiten. Dann seht ihr, wie sich das für eure Freunde anhört. So hört sich das an, wenn ich über das Mikrofon mit dem Headset rede. Ich habe den Pegel ungefähr auf 80% gestellt, ohne Mikrofonverstärkung. Das heißt, ich habe bisher, quasi Lautstärke werde ich vielleicht in Post-Production nochmal bearbeiten, aber so hört sich das auf jeden Fall an. Ich finde, der Sound ist solide. Das heißt, es reicht auf jeden Fall zum Zocken, so ein bisschen reindaddeln mit Freunden und so weiter. Vielleicht zum Videos aufnehmen würde ich das jetzt nicht unbedingt verwenden, aber dafür holt man sich dann einfach sowas, ein günstigeres USB-Mikrofon. Natürlich gibt es dann noch was Besseres, so XLR-Mikrofon und sowas wie ein Blue Ember. Das würde ich dann einem noch mehr empfehlen, wenn man ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen kann. Das kostet ungefähr 80 Euro, das Setup. Da gibt es noch eins für 150, was ich einem empfehlen würde, was ich mir auch selber zulegen will, weil das sehr, sehr gut ist in letzter Zeit. Oder was auf jeden Fall erst vor kurzem rausgekommen ist und sehr gut ist. Aber so hört sich das Mikrofon an und ja, bildet da am besten eure eigene Meinung drüber. Ich finde, es ist, wie gesagt, solide zum Zocken, aber ansonsten vielleicht nicht wirklich zu gebrauchen. Zum dritten Punkt, Klang. Klang unterscheidet sich natürlich in dem Aspekt, wie man ihn benutzen möchte. Das heißt, möchte man Musik hören, möchte man zocken, möchte man die Schritte hören, möchte man Filme gucken mit viel Bass oder Momentum etc., dann braucht man natürlich verschiedene Arten von Sound, verschiedene Arten von Kopfhörern. Ich würde sagen, das ist ein solider Allrounder. Wenn man natürlich jetzt erstmal auf den Aspekt Musik geht, die haben einen guten Bass, wenn man den in der Software ein bisschen einstellt, das heißt einfach in der Realtek-Software oder sowas, den ein bisschen hochdreht
und ein bisschen dran feilt, dann findet man auf jeden Fall einen Sound, der einem mit diesen Kopfhörern gefällt. Ich habe sehr, sehr viele Freunde, die diese Kopfhörer auch als Alltagskopfhörer benutzen. Das heißt, sie stecken sie aus und gehen damit auch raus, hören damit Musik. Das heißt, für den Preis kriegt man wirklich einen guten Allrounder. Ja, aber natürlich ist es kein Vergleich mit den Momentums, die ich habe. Zum Musik hören haben die einfach einen viel, viel klareren Sound. Also die Momentum-Kopfhörer einen viel, viel weicheren Bass. Jedoch kann man den auch so verstellen, dass der halt wirklich genau zu einem passt und die Klarheit fehlt einfach in der Hinsicht, wenn man diese Kopfhörer, welche jetzt 90 Euro kosten, zu inzwischen 320, 300 Euro Kopfhörern oder so, damals haben sie etwas über 400 gekostet. Auf jeden Fall, ja, natürlich kein Vergleich. Zum Zocken jedoch muss ich sagen, dass ich kaum Unterschiede zwischen den beiden feststelle. Die Kopfhörer sind natürlich, wie gesagt, was teurer. Das heißt aber, zum Zocken sind die wirklich super geil. Man hört die Schritte sehr, sehr gut. Man kann das so einstellen, dass man genau das hören will, was man hören muss, wenn man in die Competitive-Richtung geht. Wenn man jetzt in irgendwelche RPG-Spiele oder sowas geht, dann ist der Sound auch voluminös, dann hört man wirklich, dann fühlt man sich wie in der Schlacht. Natürlich bei RPGs und sowas empfehle ich ein 5.1-System, weil das einfach nochmal ein viel, viel dramatischeres Erlebnis bietet. Ja, und weniger Kopfhörer, aber wenn man nur über Kopfhörer spielen kann oder möchte, dann sind die tatsächlich relativ gut. Wenn man jetzt Filme schaut, das ist das, wo ich sagen würde, macht das nicht mit denen. Dafür sind sie einfach nicht wirklich geeignet. Das ist auch nicht deren Anspruch. Zum Filme gucken benutzt Lautsprecher oder guckt euch nach was anderem um, aber die Kopfhörer sind nicht wirklich gut für Filme geeignet. Natürlich, sie bieten einen Sound, der vollkommen ausreicht, um zum Serie gucken etc. passt das auch ganz gut. Aber sie bieten nicht ein Filmerlebnis oder ein Sounderlebnis zum Film, wo ich sagen würde, ja, hol dich das nur dafür. Also zum Zocken wunderbar, zum Musik hören vollkommen ausreichend, wenn nicht sogar bis gut, wirklich gut, solide zumindest, aber zum Film gucken auf jeden Fall nicht. Genau, dann würde ich sagen, mein vierter Punkt ist quasi mein Fazit. Für wen sind diese Kopfhörer geeignet? Für Gamer, auf jeden Fall für die Leute, die zocken und die vielleicht auch nur ein Headset haben wollen, um Musik zu hören, um rauszugehen, die eine solide eine solide Bauqualität haben wollen. Und ja. Für wen sind diese Kopfhörer geeignet? Ich würde auf jeden Fall sagen, diese Kopfhörer sind zu 100% für die Leute geeignet, die einen Allrounder haben wollen, die sehr viel zocken, die diese Kopfhörer auch mal mit nach draußen nehmen wollen, weil die ziemlich, ziemlich gut gebaut sind, die damit leben können, dass halt irgendwann dieses Leder hier kaputt geht. Den Kopfhörer geht es noch gut, vielleicht kann man das Leder irgendwie tauschen, das habe ich jetzt noch nicht geguckt, natürlich, also bestimmt kann man das irgendwie tauschen. Ist ein bisschen aufwendig, frickelig, weil das echt, echt gut da rein verarbeitet wurde. Ja, auf jeden Fall solide Bildqualität, guter Sound beim Zocken, nicht so guter Sound zum Filme gucken, das heißt für die Leute, die rausgehen, Musik hören und für die Leute, die vielleicht auch unterwegs zocken, weiß man ja nicht. Gut geeignet. Ja, 90 Euro. Meine Empfehlung ist es, wenn ihr die 90 Euro habt, also, oder beziehungsweise wenn ihr nur 90 Euro habt, gönnt euch das Teil auf jeden Fall ziemlich gut. Es gibt auch eine Wireless-Variante davon, die habe ich auch getestet, die kostet 70, 80 Euro. Also es gibt davon drei Varianten, dann wieder 70, 80 Euro, die habe ich auch getestet. Dann eine für 130 und eine für 160 und 170. Die oberen beiden habe ich nicht getestet. Der Unterschied dazu ist einfach, das ist leichter. Und das hat ein bisschen mehr Bass. Ansonsten sind die gleich gut, sage ich mal. Ja. Meine Empfehlung jedoch für Leute, die ein bisschen mehr Geld haben, holt euch Kopfhörer von Beyerdynamic. Die 770, glaube ich, sind das. Die sind deutlich leichter und viel, viel angenehmer. Und der Stoff, der sich um die Ohren schmiegt, der ist weicher, angenehmer, komfortabler und die Ohren schwitzen nicht. Wie gesagt, man kann es viel länger tragen, weil es leichter ist und deswegen würde ich sagen, ist das auf jeden Fall sind das sehr, sehr gute Kopfhörer. Sie eignen sich sehr gut zum Zocken, viel besser für Filme und auch einige, also ich würde sagen, auch ein Ticken besser für Musik. Kosten ungefähr 130 Euro. Es gibt sehr, sehr oft Angebote, da kriegt ihr das für ungefähr 100 Euro. Natürlich braucht ihr noch ein Mikrofon. Ja, das müsstet ihr euch dann extra holen, wäre so ein Ansteckmikrofon oder macht's wie ich, holt euch ein günstigeres USB-Mikrofon, das ihr irgendwo hin platziert, das haben viele meiner Freunde auch gemacht. Zum einen ist die Soundqualität deutlich besser und zum anderen kann man das einfach wegstellen etc. Kann man die Kopfhörer auch mit nach draußen nehmen und so weiter. Das wäre meine Empfehlung. Natürlich braucht man dafür dann ungefähr 200 Euro, das ist also mehr als doppelt so viel, um ein vernünftiges Setup quasi zu kriegen für den Sound. Aber ja, das ist meine Empfehlung. Aber falls ihr nur 90 Euro habt und sagt, ich will jetzt eins für alles haben, meine Empfehlung. Falls euch das Video gefallen hat,
würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt eure Fragen und alles in die Kommentare und schreibt auch, was ihr immer gerne sehen würdet, was ich reviewe. Ansonsten, ja, danke fürs Zuschauen, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal.